herzlich willkommen zu meinem Let's Play Animal Crossing, sage ich schon. Nein, zu meinem Let's Play von Style Boutique Animal Crossing ist was ganz anderes. Aber das Let's Play ich hier auch. Hier ist eure Fashionista Maika. Ich habe mich mal in Sonata geschmissen und die Haare mal aufgemacht. Und jetzt muss ich überlegen. Die Nele kam auch, glaube ich, im letzten Part und hat uns gesagt, genau, sie hat ein paar neue Haarschnitte. Die gucken wir uns mal an, weil ich finde das hier vorne irgendwie ein bisschen gruselig. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Emulator liegt oder die Frisur wirklich so ist oder keine Ahnung. Bis jetzt ist jetzt noch nichts Neues, ne? Habe ich das Neue irgendwie übersehen? Was ist das? Nee. Sonst steht doch da immer, dass neu ist. Also sie hat ja eben gerade gesagt, sie hat neue Sachen. Ah, das hier hat sie neu. Okay. Naja, das ist nicht so meins. Okay. Ah. Hat sie vielleicht bei den langen Sachen noch irgendwas? Ja, das hier. Oh, darauf habe ich gewartet. Das finde ich nämlich schön. Wir müssen die Highlights aber ein bisschen ändern. Das sieht so. Vielleicht was komplett Dunkles? Ja, wir versuchen es mal mit Dunkel. Und der Grundton wird dann, weiß nicht. Muss schon sowas Helles und der. Haben die jetzt mir die Highlights hier rausgenommen oder was? So. Sieht zwar auch ein bisschen seltsam aus, aber. Was soll's? Wir haben das Geld. Wir haben das Geld, Leute. Das sage ich euch. Okay, dann wollen wir mal. Und? Von hinten? Und von vorne? Na, fertig. Was sagst du? Ich hätte vielleicht ein anderes Oberteil wählen sollen. Das sieht so aus, als hätte ich eine Holzkrause. Du siehst wirklich klasse aus. Viel Spaß mit deinem neuen Look. Ciao. Tschüss. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Knete, ne? Besuch von Sylvie. Hallo Maika, wie geht's? Wie steht's? Ich habe zwei Karten für eine Schiffstour. Wie wäre es, wenn wir beide zusammen hingehen, Maika? Wir werden direkt in der Sonne sitzen, also nicht den Sonnenschutz vergessen. Im Sommer gibt es nichts Schöneres als einen Ausflug mit dem Schiff. Okay? Nimmst du mich jetzt direkt mit? Nee. Du bist neu. Sehr detailverliebt. Shopping macht sie glücklich. Hey, ich habe da so einen Artikel in der Zeitschrift gelesen und die enthielt ein Foto. Das war so cool, dass ich dachte, ich kipp um. Das hier meine ich. Okay. Okay, ja. Boutique. Oh, wir sind die Boutique des Monats, Leute. Sag jetzt nicht, dass diese Street-Style-Glanzstücke schon ausverkauft sind. Nein. Haben wir noch. Haben wir noch. Wenn ich sie finde, haben wir sie noch. Das sind sie. Das ist es. Und? Alles klar, kannst du aufmachen. Und? Dafür, dass sie unbedingt haben willst, hätten wir mal ein bisschen ein paar Rosenblüten machen können. Oh, hey, das sieht ja toll aus. Boah, ich sehe so heiß aus. Ich glaube, der Spiegel wälzt sich gleich. Genial, ich liebe diesen Laden. Oh doch, wir hatten doch noch ein bisschen Knete. Wo kommt ein Knete her? Tschüss. Hanna! Was kann ich für dich tun? Komm, was willst du diesmal? Oh, guten Tag. Heute kaufe ich nichts. Ich wollte nur einfach mal vorbeischauen. In ihrem Shop herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Nun, ich muss jetzt wieder los. Auf Wiedersehen. Okay. Also, der Mittwoch ist nicht Hannas Tag, wo sie einkaufen geht. Geht am Wochenende abpotten. Wow, ist das eine Hitze draußen. Ich glaube, die Sonne hat mir gerade beim Gehen die Zunge verbrannt. Autsch. Und der Rock, den ich anhab, ist noch vom letzten Jahr. Ich brauche einen Trainingrock, der zu meinem Tube-Top passt. Und danach brauche ich bestimmt auch noch ganz andere, viele andere Sachen. Okay. Bitte, bitte, bitte.
Klar, ne? Wir haben jetzt natürlich von Sonata extrem viel gekauft, aber nichts von AZ USA, was ich dir andrehen könnte. Alles klar, kannst auch machen. Naja, der passt nicht. Das kann ich auch so. So ganz mein Ziel ist das aber nicht. Was mache ich jetzt? Passt wie angegossen. Irgendwie, nein, das ist einfach nicht mein Ziel. Ich lasse es sein. Nee, 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 nee. Alte Zinzige. Irgendwie bin ich nicht überzeugt. Nein, ich lasse es heute. Ich mache Schluss für heute. Ciao. Geh zu deinem Freund zurück. Jun! Was kann ich für dich tun? Du willst doch bestimmt was von Karamumu. Hallo, da bin ich wieder. Ist schon eine Weile her. Suche nach etwas Vielseitiges. Aber das haben sie sicher schon erraten, oder? Um genau zu sein, geht es um ein T-Shirt. Na, es gibt auch noch andere, ein paar andere Sachen, die ich gebrauchen könnte. Fangen wir mit dem T-Shirt an. Mal sehen, ob noch mehr geht. T-Shirt. Ich glaube, das habe ich nämlich jetzt gerade. Doch, habe ich. Ach, ich muss mir echt mal merken, was ich so kaufe. Ich bin fertig. Ah, Rosenblätter. Rosenblätter sind immer ein gutes Zeichen. Dieser Look ist wunderbar. Ja, so gefalle ich mir. Ich würde gerne noch etwas dazu kaufen. Ich möchte eine Hose. Hosen haben wir auch. Das weiß ich. Ich weiß, wir haben Hosen. Und zwar dieses hässliche blaue Ding. Ich bin fertig. Ich auch. Und? Ja, dieser Look ist wunderbar. Ja, so gefalle ich mir. Danke, Sie haben genau durchschaut, wonach ich suchte. Und wir haben ein bisschen Geld geschäffelt. Auf Wiedersehen. Ist ja cool, wenn mal unsere Stammkunden öfters mal kommen würden. Ich würde gerne mal wissen, wie das denn hier... Also, beziehungsweise, ich würde euch gerne mal zeigen, wie das denn so aussieht, wenn die hier alle acht haben. Haben Sie kurz Zeit, sehen Sie, normalerweise trage ich teure, elegante Sachen. Aber insgesamt mochte ich schon immer farbenfroh, süße Kleidung. Da ich jedoch viele prominente Freunde habe, muss ich seriös wirken. Aber das bin nicht ich. Ich möchte endlich mein wahres Ich zeigen. Suchen Sie mir etwas farbenfroh, süßes. Das ist es. Es ist farbenfroh, es ist süß und es ist lila. Fertig. Na dann, Vorhang auf. Aber die wollt bestimmt jetzt hier so dieses andere, rüschenhafte. Fantastisch, ich liebe diesen Look. Tausend Dank. Nun kann ich mein wahres Ich zur Schau stellen. Eben diese, ist dieses Outfit nicht süß? Ja, das ist es. Aha. Die hat nur einen Top gekauft. Und dazu sagt sie Outfit. Versteh einer die Leute. Ich jogge gern und laufe Marathon. Deshalb trage ich immer GXS-Klamotten. Aber ich glaube, ich benötige ein wenig frischen Wind in meinem Look. Deshalb möchte ich mich mal ein wenig anders kleiden. Ganz anders. Wie wäre es mit einem ordentlichen Outfit? Da gibt es so eine Marke. Wie heißt sie nochmal? Der Name klingt wie ein Ort in England. Ja, was kann das jetzt wohl sein? Das ist bestimmt Magic. Ich schwöre, Leute, das ist Magic. So. Die Hose kriegst du nicht. Ja, kriegst die Hose. Und dann wird die Socken auch los. Das ist es! Ja, sieht ja so scheiße nicht aus. Okay, ich bin fertig. Das ist so einfach und geschmacklos. Und? Wow, perfekt. Penridge, das war's. Die Sachen sehen einfach super aus. Ich glaube, dieser Imagewechsel war bitter nötig. Und wir haben schon wieder drei ausverkaufte Sachen. Ciao. So, jetzt aber keine Kunden mehr. Ach, Nele. Ach, hier ist es ja zauberhaft. Kann ich ein Foto schießen? Was? Wieso funktioniert denn meine Kamera nicht? Oh nein. Ach, ich habe in letzter Zeit nur Pech, weißt du. Neulich habe ich beim Herrn Falk eine richtig teure Vase zerdeppert. Und jetzt das. Besuch von Johann.
Guten Tag. Können Sie sich noch an meine Enkelin erinnern? Die war gerade da. Ich habe Ihnen neulich von ihr erzählt. Zum Glück hat sie seit dem letzten Mal nichts mehr angestellt. Junge Leute können einem manchmal wirklich Sorgen bereiten, wissen Sie? Nun, ich mache mich dann wieder auf den Heimweg. Auf Wiedersehen. Ja, es sind gerade keine Kunden da. Und, da ist es. Genau, da wollte ich hin. Was für ein wunderbarer Tag. Gut, dass es geklappt hat, Maika. Das Meer sieht vom Ufer schön aus. Aber andersherum ist es noch besser. Ich liebe das Meer. Ich war früher oft mit meinem Vater hier. Er hat zwar dauernd gemeckert, aber wir hatten immer viel Spaß. Auch heute versuche ich immer ans Meer zu fahren, wenn ich verreise. Ich kann dem Festland einfach nicht so viel abgewinnen. Ist das normal? Also, ich liebe das Meer. Ja, das Meer ist einfach so gewaltig, rau, schön, unverfälscht, beruhigend. An wilden Tagen fühle ich einfach nur Ehrfurcht. An ruhigen Tagen beruhigt es mich. Es ist schließlich auch der Ursprung allen Lebens. Nichts ist größer. Ja? Der Wind wird stärker. Ich glaube, wir sollten ans Land zurück. Wie die Zeit verflogen ist, da muss man aufpassen, dass man nicht auskühlt. Das sollten wir unbedingt wiederholen, Maika. Hallihallo, na, genießt du das schöne Wetter? Ich habe meine Luftmatratze vergessen, deshalb gehe ich nicht ins Wasser. Aber meine Kamera habe ich zum Glück mitgebracht. Ein Foto gefälligt? Nur zu. Juhu, na dann wollen wir mal. 3, 2, 1, meins. Ich schicke dir das Foto zu, sobald ich es entwickelt habe. Du das. April, bonbon. Hat den Hula-Hoop-Top. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Wo ist das Hula-Hula-Top? Muss ja bei Tops gucken. Hier mal ein bisschen shoppen. Wir brauchen ein paar Klamotten. Darum gehen wir jetzt shoppen. Ja, das war jetzt blöd, ich weiß. Aber damit müsst ihr leben. Oder euch das Let's Play einfach nicht angucken. Na, das kaufen wir auch mal ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, warum ich die kaufe, aber wir kaufen es einfach mal, weil es kann. So, jetzt noch ein paar Höschen. So eine gepunktete. Noch mal ein paar Shorts. Oh, ist die grell. Hilfe, ist die grell. Und dann weiß ich auch wieder, was ich wollte. Wir haben ja beim letzten Mal schon Raven Candle uns angeguckt. Aber die konnten wir uns ja so gesehen gar nicht mehr leisten. Aber da wir jetzt ja noch ein bisschen Geld haben, würde ich sagen, gucken wir uns die doch an. Ach, Terra haben wir auch nicht so viel, ne? Ach komm, holen wir erstmal die Marken, die wir auf jeden Fall schon mal haben. Oh, die verkauft sich jetzt auch nicht so wie Wolle, ne? Habe ich das Gefühl. Die meisten wollen halt, wie am Anfang des Let's Plays ja eigentlich auch schon gesagt wurde, die Auswahl, die wir in unsere Inneneinrichtung treffen, die beeinflusst halt auch unsere Kundschaft. Somit werden wir immer halt mehr Leute haben, die mehr, ja, Alvorado kaufen oder mehr, so Sonata und dieses Penbridge und so. Aber es ist halt auch gut, wenn wir halt davon immer mal so ein bisschen was da haben. Weil sonst stehen, müssen wir die halt wegschicken. Ist auch doof. Und dann steigt unser Shop-Rang halt langsamer. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen, dass er steigt. Da kommen noch zwei Hosen. Ein Rock. Reifrock. Dunkelfee. Wie sie jetzt auf den Namen gekommen sind, weiß ich auch nicht. Den Schmetterling finde ich schön. Und uns ist schon, wie ihr seht, das Geld ist schon alle. Oh, das ist schön. Kann ich mir das noch leisten? Nee. Verdammt! Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir haben. Okay, 67 wären geblieben. Naja. Gehen wir wieder mal ein bisschen was verhökern. Komm schon. Du willst doch. Sophie hat schon einmal was gekauft.
Wie schön, Sie wieder zu treffen. Sie sehen wirklich bezaubernd aus. Heute suche ich nach einem Trägertop. Würde es Ihnen vielleicht Umstände machen, mir eins heraussuchen? Mit einem femininen Trägertop ist man viel besser gekleidet. Ist man gleich viel besser gekleidet. Trägertop, Trägertop. Kannst du froh sein, dass ich sowas hab? Und jetzt sag, ich will noch eine Hose, ich will noch Schuhe, ich will noch, weiß nicht, eine Kette, die 10.000 Euro kostet. Komm schon, du willst noch mehr kaufen. Fabelhaft sitzt wie angegossen. Ah, ich wusste, sie will noch mehr kaufen. Eine Hose. Christel, das kriegst du. Kriegst einen Schwarz. Komm schon, ich bin fertig. Und wieder. Oh, das passt doch. Das passt doch irgendwie. Sieht ein bisschen komisch aus, weil sie so kurze Haare hat, aber okay. Oh, wow. Ganz wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Sie sind ein Goldstück. Auf Wiedersehen. Und wie ihr seht, wir haben schon ein Drittel von unserem Shoprang. Heike. Was kann ich für dich tun? Guten Tag, die Boutique war in einer Zeitschrift. Ihre Kaufempfehlung hat mich sofort verführt. Haben Sie von diesen netten Dingern noch welche übrig? Hat sie die nicht schon mal gekauft? Das wäre wirklich toll. Ich könnte schwören, die hätte sie schon mal gekauft. Das ist es. Aber was soll's, einen geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Ich bin fertig, wenn sie halt von mir aus jetzt 8-mal diese Schuhe kaufen will. Soll sie das tun? Oh, wow, was für ein Design. Ich fühle mich umwerfend. Wie hübsch, wie schön, wie. Oh, Verzeihung, ich habe wohl etwas die Fassung verloren. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Heike. Ah, Zusa. Shoppt ihr Leben. Shoppt ihr Leben, habe ich gerade gelesen. Shopping ist ihr Leben. Hallöchen, da bin ich wieder. Mann, ist das heiß heute. Und das ist unerträglich. Ich wette, das wird wieder einer von diesen super heißen Sommern. Bei diesem Wetter brauche ich ein paar luftige Kleidungsstücke. Ein T-Shirt wäre ideal. Ich habe diesen Sommer noch gar keins gekauft. Hast du etwas Stylisches für mich da? Ich glaube nicht. Nein! Verdammt! Verdammt ich nochmal hier. Das ist es. Wir müssen, unbedingt muss man hier wieder die Marke AZUSA auftauchen. Ups. Ich glaube, das mochte die. Ach, wie schön genau meine Farbe. Shorts, Shorts. Aber Shorts. Ja, aber nicht von der, die du willst, ne? Das ist es. Ich kann nicht hingucken. Ach, die sagt mir jetzt bestimmt, nee, finde ich doof. Oder ist nicht mein Stil? Ja, ich wusste es doch. Eigentlich kaufe ich sowas nicht. Was soll ich machen? Ein ganz neuer Look. Also, ich weiß nicht recht. Ich dachte mir schon, dass mir sowas nicht steht. Das lasse ich lieber bleiben. Deine erste Empfehlung, die kaufe ich. Mehr nicht. Von mir aus. Ich kaufe doch nur die erste. Ciao. Eine Top-Stylistin sollte ein Auge für die richtigen Farbkombinationen haben. Ui, da kam noch wer in unser Land. Mimi, Mimi. Nee, Mimi ist nicht dabei. Juten, oh, die sagt bestimmt jetzt, oh, der Shop oder das Mannequin ist total toll. Hallo, ich glaube, heute wird ein Glückstag. Ich habe das Gefühl, etwas Gutes wird passieren. Dieses Mannequin von Ihnen hat mich in diesem Gefühl noch bestärkt. Ich wusste es. Als ich es sah, dachte ich sofort, wow, das Problem ist nur, heute kann ich dieses Outfit nicht kaufen. Nebenan im Möbelgeschäft ist Schlussverkauf. Da kann ich nicht widerstehen. Tut mir leid. Elisabeth. Elisabeth, warum tust du mir das an? Komm,
Du willst bestimmt etwas. Wir haben jetzt von deiner Marke haben wir ganz viel gekauft. Ich mag die besondere Atmosphäre hier. Ihr Laden ist irgendwie außergewöhnlich. Sie haben doch sicherlich auch außergewöhnliche Kleidung hier, oder? Ich kaufe nämlich nichts Langweiliges, wissen Sie? Haben Sie eventuell... Nee, habe ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist es. Es ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Also, ich bin soweit. Ja. Jetzt haben wir schon von der Marke gekauft, ne? Und dann... Aber sie nimmt es. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sie sind unglaublich. Ich hätte jetzt auch nicht gerechnet, dass sie das nimmt. Vicky! Sie müssen mir helfen. Sie sind meine letzte Hoffnung. Meine Freundinnen tragen alle Trägertops. Nur ich habe noch keins. Verkaufen Sie mir eins? Sie haben hier doch so viele tolle Sachen. Trägertops, Trägertops. Ja. Wie wär's denn damit? Das ist ja toll. Ein Spieglein. Also Spiegel, schnell. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Die Vicky ist es jedenfalls nicht, die jetzt rauskommt. Aber sie soll es ruhig kaufen. Oh toll, genau nach so einem Look habe ich gesucht. Das sieht ja super aus. Meine Freunde werden vielleicht Augen machen. Klar, wenn sie erst hören, dass du für fast 225 Euro da einen Top gekauft hast. Bis bald. Bis bald. Okay, ich würde sagen, ich speichere jetzt hier ab. Ich mache Schluss für heute. Wir haben zwar noch nicht mal einen Tausender eingenommen, aber was soll's. Ich sage danke fürs Zuschauen und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis denn und bye bye.